Yo, hallo liebe Filmfreunde! Es ist mal wieder Zeit für ein neues Video. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich meine Kamera aber hier in der Hand. Ja, was ist denn da los? Ja, ich teste hier gerade live on air, wenn man so will, die neue Logitech Webcam, die jetzt da auf meinem Monitor montiert ist. Und ja, das ist generell mal ein Test auch für euch. Denn ihr mögt mir jetzt bitte in die Kommentare hier nach diesem Video mal unten reinschreiben, ob euch diese Qualität, die ihr jetzt seht, das Ding ist nämlich HD, so wie es ist, gefällt. Oder ist, was heißt gefällt? Ist die so okay, genauso wie die andere Qualität von meinen anderen Videos? Ist das für euch so in Ordnung? Weil wenn ja, dann kann ich in Zukunft nämlich, wenn ich Reviews zum Beispiel mache, das Ganze über die Webcam filmen und musste hier nicht gar meine die Kamera hier immer da irgendwie auf den Monitor stellen und Angst haben, dass die mir runterfällt. Oder so. Ne? Aber ich mache das auch weiterhin mit der Kamera. Das geht ja. Also so ist nicht. Aber nur so als Info, schreibt mir mal rein, wie das jetzt hier ist. Ja, und in diesem Video teste ich jetzt einfach mal das Ding, indem ich sämtliche Aufnahmen für dieses Video hier auf meinem Stuhl oder auf meinem Sessel sitzend eben über die Webcam einfach mal filme. So, um mal den Bild- und Tonqualitätsstandard auszutesten. Zusammenschneiden wir jetzt ganz natürlich wieder mit Magix und dann werdet ihr sehen, was bei rauskommt. So, worum geht's in dem Video? Ja, Vintage-Bullshit steht da. Also, ihr wolltet es ja nicht anders. Ich hau jetzt hier mal ein bisschen was raus von dieser, Moment. Seltsamen DVD hier, die ich mir mal selbst gemacht habe. Vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und zwar, wo steht's denn? In den Jahren 98 bis 2001 und vielleicht noch 2002, also vor gut, ja, so 12 bis 15 Jahre, so lange ist das schon her, der Scheiß. Und da könnt ihr mich dann auch mal sehen, wie ich denn damals aussah, da war ich noch jung und knackig und noch schlank und rank, ne, und nicht so eine fette Qualle wie heute, tjo, so ist das Leben halt eben, ne, und vor allem wenn man eine Freundin hat, die auch noch so verdammt gut kochen kann, ja, was soll ich denn machen, was soll ich denn machen, ich kann nichts dafür. So, ja, und da habe ich halt mit meinem Bruder ein bisschen Blödsinn gefilmt und ich habe ihn immer noch nicht gefragt, ob er überhaupt einverstanden ist, dass ich das zeige. Es ist mir scheißegal. Soll mein Bruder mich doch verklagen. So, also, den werdet ihr dann also auch ein bisschen hier sehen, noch in jüngeren Jahren wohlgemerkt. Aber ihr werdet meinen Bruder auf meinem Kanal sowieso nochmal sehen. Aktuell demnächst. In welcher Form, verrate ich noch nicht. Gut, das jetzt soweit, ja. Ich habe jetzt mal ein bisschen reingeschaut in das Material. Ihr müsst bedenken bei dem Material, das ihr jetzt hier seht, von wegen Qualität und so, ne? Das Ding, der ganze Scheiß ist gefilmt mit einer, mit so einer Kamera, wo man noch so kleine Kassetten richtig mit so Band so reinschieben musste. Nichts digital und so, ne? Und sämtliche Schnitte sind live, ich habe nicht nachträglich bearbeiten können. Also wenn ich geschnitten habe, habe ich Pause, irgendwie alles umstellen. 3, 2, 1, zack, und dann schnell Action und dann hat es auch irgendwie tatsächlich geplatzt. Also es gab für die ganzen Aufnahmen keine mehreren Takes. Deswegen gibt es hier jetzt auch keine Outtakes. Es existieren keine Outtakes, weil wir alles einmalig gefilmt haben. Keine einzige der jetzigen Szenen, die ihr jetzt hier sehen werdet, hat mehrere Takes erfordert. Und die Clips, die ihr jetzt hier so seht, die aus mehreren Kamerawinkeln vielleicht geschnitten sind, sind live geschnitten. Heißt, ich habe die Kamera mit einer kleinen, die hatte so eine kleine Fernbedienung, so ein kleines witziges Teil, das sah aus wie ein Briefmarkenbrettchen oder sowas in der Art, keine Ahnung. Briefmarkenbrettchen? Was ist ein Briefmarkenbrettchen? Hier ist schon wieder der letzte Stoß. Das sah aus wie so, also man kann sagen, die Briefmarke unter den Fernbedienungen, der hatte eigentlich auch nur zwei Tasten, eine rote Taste für Aufnahme und eine Pausetaste für Aufnahme pausieren. Das war alles. Und damit habe ich hier und da, man sieht glaube ich sogar in einigen Szenen auch die wie ich irgendwas in der Hand habe und da blinkt dann irgendwie immer was rot. Ne? Dieses Fernbedienungsblinken kennt man ja. Ja, in einigen Szenen sieht man das glaube ich sogar. Müsst ihr mal vielleicht darauf achten, ich weiß jetzt nicht genau, weil ich ja noch nicht genau weiß, was ich jetzt alles zeige. Ich habe jetzt noch gar nicht so viel Material gesichtet, aber ich mache das jetzt live. Heißt, ich sitze jetzt hier, gucke mir das Material an und zwischendurch filme ich immer den Windhof Movie Maker, diese kleinen Zwischensequenzen, in denen ich euch was dazu erzähle, im Nachhinein und im Vorhinein, und schneide dann jetzt die Clips dazwischen. Das mache ich jetzt erstmal nur einen Teil wahrscheinlich. Ich werde das ganze Video hier vermutlich in mehreren Teilen, also aufteilen, um erstmal zu gucken, wie euch der ganze Scheiße überhaupt gefällt, bevor ich alles raushaue. Oder vielleicht habe ich jetzt auch so viel Lust und das so viel Spaß dran, dass dann ein riesiges Mammutvideo dabei rauskommt. Das werdet ihr daran feststellen, wenn ihr hier unten auf die Laufzeit des Videos schaut. Wenn es nämlich über eine Stunde geht oder über zwei, tja, dann habe ich den ganzen Abend damit verbracht, hier Bullshit zusammenzuschneiden über Magix.
Ich habe mir auf jeden Fall sämtliche Dateien, die hier auf diesen beiden, das sind zwei DVDs, die drauf waren, zusammen runtergezogen auf meinen PC. Und jetzt schaue ich halt mal rein, was da so an Bullshit drauf ist. So, die erste Szene habe ich, wie gesagt, schon gesichtet. Und die, ja, ist so ein kleiner Kurzfilm, kann man sagen, mit mir alleine. Und mit einigen, wie mir im Nachhinein auffiel, sehr großen Fails, was die Spezialeffekte betrifft. Oder sagen wir, ja, seht selbst, ihr werdet es dann ja gleich bemerken wahrscheinlich. Und wie gesagt, das ganze Ding ist live geschnitten, keine weiteren Takes, keine hinterher Bearbeitung. Und wohlgemerkt, wegen der Qualität nochmal, es war so eine scheiß Kamera mit der kleinen Kassette mit dem Band. Diese haben wir dann abgespielt in der Kamera mit einem Kabel verbunden an den Videorekorder und dann aufgenommen über den Videorekorder auf eine alte, bespielte VHS-Kassette, irgendwie die 240er oder was, mit der wir immer irgendeinen Scheiß vom Fernsehen aufgenommen haben, wenn eine Sendung lief, die man abends eigentlich hätte sehen wollen, aber man hatte keine Zeit, dann hat man das halt eben so eine schrottige Kassette halt, also VHS-Qualität dann auch noch. Und diese VHS-Qualität haben wir dann, mein Vater hat sich dann irgendwann mal den ersten DVD-Brenner gekauft damals, wo man so selbst auch so ein Menü erstellen konnte und also ein Käse. Und damit haben wir dann halt eben das Ganze mal hier auf DVD festgehalten irgendwann. Also die Qualität ist nicht die tollste, das sage ich auch gleich. Aber naja, ihr wolltet den Scheiß ja unbedingt sehen. Bitteschön. Hier haben wir das Auge. Das ist ein Auge. Was ist denn das? Das kann doch nicht angehen. Warte mal. Ich guck mal da unten. Was geht's? Ach, warte mal. So. Jetzt. Haha, schön. Waschi, waschi, machen. So, ein bisschen Wasser. Und los geht's. So, schön sauber machen. Wunderbar. Und Achtung. Noch und das ist besser. Ja. Okay. Ja. Ich fand's gut mit dem Ketchup im Hintergrund, auf dem Tisch. Aber ich kann euch sagen, Leute, dieser Curry-Ketchup, den esse ich übrigens bis heute immer noch sehr gerne, obwohl da wahrscheinlich die pure Chemie drin ist. Oh, ich sitze hier doof. Ja, das Zeug brennt wie Hulle im Auge, das kann ich versprechen. Alter Falter, ist das eine Kacke gewesen. Naja, gut. Das war jetzt das Auge. War so eine kleine witzige Idee. Das Auge, was ich übrigens da verwendet habe, gehörte zu dieser Ghostbusters-Figur. Diese alten Ghostbusters-Figuren, die es mal gab. Da gab es so ein lila Monster, das sah eigentlich nur aus wie so ein Haufen mit zwei Armen dran und einem bösen Gesicht. Und über dem bösen Gesicht in der Stirn hatte es ein großes Auge. Und da konnte man dann hinten draufhauen, dann macht er voll plopp und dann flog dieses Auge raus. Es war im Inneren der Figur mit einem Band befestigt, damit das Auge nicht irgendwo hinfliegt. Ne? Und irgendwann war dieses Band abgerissen vom Rumspielen mit dem Ding, ne? Weil man nimmt das Auge ja raus und dann macht man so und was weiß ich, als Kind halt. Ne? Und dann war es irgendwann kaputt. Aber dieses Auge habe ich halt behalten, weil ich es so gut gemacht fand, diese Pupille und die Aura, wie heißt es da, das alles da drin, das sah so geil gemacht aus. Irgendwie habe ich es behalten. Vielleicht brauchst du es ja irgendwann mal, ja, und dann siehe da, in den alten Sachen rumgekramt während der Drehaufnahmen für irgendwelche Sachen. Wir haben ja nach verrückten Ideen gesucht und dann fanden wir halt irgendwie, oh Mensch, dieses Auge, kann man da nicht irgendwas mit machen? Kann ich da nicht irgendwie was, ne? Und dann, ja, wohlgemerkt, ich habe das ganze Ding alleine gedreht an dem Tag. Das waren auch so die ersten Drehversuche, wo ich noch alleine Sachen gemacht habe.
Und mein Bruder hat sich erst später dazu gesellt. So, ja, das war das Erste. So, jetzt habe ich noch einen nächsten Clip gefunden. Das ist das nächste auf der DVD gewesen. Und ja, das ist auch schon bekannt. Das ist nämlich schon auf meinem Kanal zu finden, soweit ich mich erinnere. Obwohl ich gar nicht weiß, habe ich das eigentlich freigeschaltet? Ich glaube, ja. Es war, glaube ich, eins meiner ersten oder sogar das erste Video auf meinem Kanal ohne mich selbst im Grunde. Es handelt sich um dieses Socken-Handpuppenspiel, was ich da schon mal irgendwann hochgeladen habe. Und was wahrscheinlich keiner von euch kennt, weil keiner so weit zurückgeht an meinen Videos. Deswegen haue ich es jetzt einfach hier nochmal mit rein. Und zwar die sogenannten Skunk Socks. Die gelbe Socke, die spiele ich. Und die komische graue Socke spielt übrigens mein Vater. Und spricht mein Vater. Also wir haben uns wirklich da hingesetzt und dann da ne, diese Scheiße gebaut, diese Socken da, Augen dran gemacht und alles. Ne? Ja, und dann haben wir halt eben diesen Blödsinn gemacht. Viel Spaß. Nacht. Nacht. Was? Nacht. Oh Mann. Was ist? Du, ich finde das unheimlich lieb von dir, dass du mich hier heute Nacht schlafen lässt. Ist ja schon gut. Macht nicht jeder. Ich möchte jetzt aber auch wirklich schlafen. Nacht. Ja, okay. Nacht. Bist du fertig? Glaub ja. Nacht. Nacht. Was ist? Ich traue mir das nicht zu sagen. Was denn? Ich hab Durst. Dann geh in die Küche und trink was. Wow, geile Idee. Fertig. Ja. Gut. Nacht. Was? Hast du eine Kippe? Im Bett wird nicht geraucht. Oh Mann, ich hab aber einen Schmachter. Na gut, geh eine schmücken. Das ging aber schnell. Wow. Nacht. Nacht.
Was wird denn das? Entschuldigung, krieg ich einen Kuss? Nein. Schlaf jetzt. Du Klein. Nacht. Nacht. Schwein. Oh, okay. Ich mach Frühstück. Oh nein. Ja. Skunk Socks halt, Sockenpuppen und so, ne? Ja, wir hatten halt diese spontane Idee und da gab es tatsächlich auch ein paar mehr Takes, sag ich mal, weil wir hin und wieder dann doch einige Sachen hatten, wo wir einfach lachen mussten und sowas alles. Dazu existieren auch Outtakes und ganz am Ende dieses Videos oder des nächsten Videos, ich weiß ja noch nicht, ob ich das jetzt hier alles in einem Rutsch mache oder ob ich das in mehrere Teile mache, weil ich auch nicht weiß, ob ich noch Lust habe, weiter zu filmen den ganzen Abend oder nicht. Werdet ihr ja sehen an der Länge des Videos. Ganz am Ende wird dann ein Outtake-Clip kommen, wo dann auch ein paar Outtakes auch aus diesem Sockending drin sind und auch aus random anderem Bullshit halt einfach. Und ja, das ist dann halt so. Ne? Es sind noch ein paar Sachen drin, die gar nicht auf die Outtakes drin zu Aufnahmen, die gar nicht dann irgendwie weiter irgendwo anders aufkamen, zum Beispiel oder so. Mal egal, ihr seht's dann ja. So. Gut, dann kommen wir zum nächsten Clip, den ich auf dem ganzen Schrott hier ja, gefunden habe. Und jetzt wird's richtig peinlich für mich. Obwohl, auch diesen Clip habe ich, glaube ich, schon auf meinem Kanal hochgeladen damals. Das Ganze habe ich genannt Der Harte oder irgendwie so. Keine Ahnung, weil ich da halt eben sitze und mich selbst gefilmt habe. Wobei ich jetzt auch noch weiß, wo ich gerade diese Szenen gesehen habe, die jetzt gleich kommen. Ist mir auch noch aufgefallen, dass auf dieser Mini-Fernbedienung auch noch eine weitere Knopffunktion war. Nämlich an den Seiten von dem Ding konnte man Zoom, also einen Regler hin und her schieben. Und dann zoomte die Kamera über Fernbedienung rein und raus. Konnte man dann auch noch mit dem Ding so machen, irgendwie, glaube ich. Weil ich habe das ja alleine gefilmt und die Kamera zoomt direkt am Anfang. Wie soll ich das sonst gemacht haben? Und ja, da übe ich mich in meiner Gitarrenspielkunst. Ich habe mir mal damals zu meinem 18. Geburtstag, nee, da habe ich, war es mein 18. Weiß ich gar nicht mehr. Oder mein 20. Geburtstag, boah, weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich ja meine E-Gitarre bekommen damals und das war eine Flying V Epiphone von Gibson. Die gab es im Set über den Metal, über das Metal Hammer Magazin, gab es eine Starter-Sets zu bestellen mit einem Marathon-Verstärker, ganz rotziges Ding, sieht man dann auch in dem gleich in dem Video. Und ja, der Sound, den hört ihr dann ja auch gleich und meine unglaublichen Gitarrenspielkünste werdet ihr dann auch ertragen müssen. Viel Spaß!
ja, ich bin nicht gerade ein Gitarrengott gewesen. Und deswegen habe ich das Scheißding auch wieder verkauft. Ich habe zwar noch eine zweite Gitarre gehabt, die man ja auch immer in der Fotostrecke irgendwo gesehen hat. Mit der konnte ich auch ein bisschen besser üben. Ne, später dann. Und ich hatte aber nie die Muße, wirklich zu lernen und zu üben und alles. Das war alles, also auch das, was ihr da jetzt gesehen habt, das war komplett learning by doing. Ich habe nie Griffe oder was gelernt. Erst bei der anderen Gitarre, dann 2-3 Jahre später, hat mein Bruder mir die vermacht, die andere Gitarre, weil er dann in der Band angefangen hat und so. Und überhaupt mit Musik rumgemacht hat viel. Und da hat sich dann noch ausprobiert in verschiedene Instrumente. Erst Gitarre und dann auch teilweise Schlagzeug. Und dann eben gelandet ist er jetzt beim Bass. Und er ist jetzt Bassspieler, also Bassist. Und hat man dann seine Gitarre damals vermacht gehabt. Und mit der konnte ich, wie gesagt, ein bisschen besser. Und da habe ich dann auch mir mal im Angebot auf dem Flohmarkt gab es das, glaube ich, irgendwie mal so ein Lernbuch geholt. Da konnte ich dann auch ein paar Griffe und so. Aber das war mir alles zu zeitaufwendig. Und ich habe nicht die Muße gehabt, sowas zu lernen. Und dann habe ich die Dinger wieder verkauft und mir dafür lieber ein paar Filme und ein paar Musik-CDs geholt. Dann überlasse ich es lieber anderen, die können das besser als ich. So, der nächste Clip, der jetzt gleich folgt, ist bearbeitet. Das heißt, der hat eine andere Tonspur. Ich habe die Tonspur bewusst geändert, denn ich habe damals schon, man konnte mit der Kamera, die ich damals hatte, die Tonspur bearbeiten, also eine andere Tonspur drauflegen oder drunterlegen. Irgendwie gab es da so ein Dingsbums. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie haben wir das nochmal gemacht oder irgendwie über die Funktion am Videorekorder, ich weiß es nicht mehr. Auch die Musik in dem ersten Clip, den ihr gesehen habt, wo im Hintergrund ständig Musik läuft, wo ich mir das Auge rausbuhle, die Musik habe ich ja auch nachträglich irgendwie da eingearbeitet. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. Ja, aber auf jeden Fall, die Musik, die jetzt gleich folgt normalerweise, ist ein bekanntes Stück von Savatage, so ein Instrumental. Und ich will ja hier keine rechtlichen, ihr kennt das ja mit YouTube, die pissen sich ja immer schnell selbst ans Bein. Und geben dann der GEMA dafür die Schuld. Deswegen habe ich die Tonspur, weil das, was jetzt kommt, ist nur, ja, Bilder. Also, was heißt Bilder? Also, es wird nichts gesprochen. Ne? Also, ich brauche die Tonspur nicht. Es lief nur Musik dazu. Und jetzt läuft eben meine Musik dazu. Ich habe ja schon mal selbst ein bisschen was an Mucke gemacht. Über diese Programme, die es da gibt für PlayStation und PlayStation 2. Und ja, das kommt dann jetzt. Also, es läuft halt andere Musik als eigentlich. Aber es ist eine ähnliche Musik, kann man sagen. Und ja, warum ich das gemacht habe, was ihr jetzt seht, ja, das kann ich euch nicht erklären. Ich bin halt wirklich tatsächlich bis in die hohen 20er Spielkind gewesen mit Actionfiguren und so ein Quatsch. Und in der Richtung kommt dann auch noch einiges mehr. Ich weiß noch nicht, wann es kommt, weil ich noch nicht weiß, welche Datei, welches Video enthält gleich. Aber da kommt noch einiges an Bullshit auf euch zu, das kann ich euch sagen. Und das ist jetzt Hero. Vorbei. Gut. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, aber es wird noch schlimmer. Aber erstmal kommt jetzt das nächste, also der nächste Clip, und der ist dann schon etwas interessanter. Jetzt seht ihr dann auch meinen Bruder, der macht dann jetzt auch mit, und wir machen so eine kleine Führung durch die Wohnung.
und reden dabei jede Menge Stuss. Die Wohnung, die ihr jetzt seht, wird immer noch bewohnt von meinem Vater. Mittlerweile sieht sie allerdings ein bisschen anders aus. Ne? So, er hat es halt umgebaut, also so ein bisschen hier und da. Das eine Zimmer ist, also das Zimmer, in dem das Video, glaube ich, anfängt, oder also was meinst du, wo gesagt wird, das ist mein Zimmer hier, oder mein Bruder macht die Führung, ich filme ihn dabei. Das bewohnt jetzt, da schläft mein Vater jetzt drinne. Ne, er schläft nicht drinne, er guckt da seine Filme drinne und hat seinen PC da drinne, genau. In meinem Zimmer im Grunde. Ne? Und das andere Zimmer, was ihr denn seht, naja, die Küche ist immer noch die Küche, das Bad ist immer noch das Bad, kann man sagen. So, egal. Werdet ihr jetzt sehen, das ist ganz interessant, vielleicht mal die alte Bude zu sehen, wie sie halt damals aussah. Für mich eigentlich, für euch eigentlich nicht, aber ihr wollt ja den Scheiß sehen, ne? Ja, und mein Vater ist auch gerade mit der Gärungssäge bei und wir gehen mit bei auf den Sack. Der wird sich freuen, dass ich ihn hier so offen zeige. Naja, das ist ihm eigentlich egal, glaube ich. So, ja, dann viel Spaß mit der Führung. So habe ich das Ding genannt. Also hier, die haben hier alle hinten hier, haben die ganzen Dinger halt so Titel. Ne? Und das Ding heißt denn jetzt die Führung. Am Anfang sieht man ein paar Actionfiguren, bei einer ganz alten, coolen Actionfiguren-Sammlung noch hier und da. Ja. Viel Spaß. Welcher Raum zuerst? Zuerst fangen wir an mit Tommys Zimmer. Winter, dies ist Tommys Zimmer. Was gibt's darüber zu sagen? Es ist ein Poster. Ja. Ja. War das alles? Nein. Also. Hier steht ein Stativ. Tommy Günther interessiert sich leidenschaftlich gerne für Film. Allerdings. Okay. Okay. Das ist sein Lieblingsposter, glaube ich. Ach ja? Ja. Fragt sich nur, wieso eigentlich? Das ist seine Lieblingsfigur. Deswegen steht ja auch da Tom. Und wer ist das? Spawn. Mhm. Ja, und weiter? Also ja, Tommy kommt auch fast nie auf. Das ist glatt gelogen. Ein dermaßen ordentliches Zimmer sieht man selten. Gut. Jetzt beweise ich Ihnen das Gegenteil. Gehen wir ins nächste Zimmer. Ah ja. Was steht da auf dem Schild? Unbefugt ist verboten. Bist du denn auch befugt, dieses Zimmer zu betreten? Ich bin dann nichts Ganze. Nein, ja. Sie nicht. Ja. Scheiße. Ich war da draußen. Nicht um die Ecke filmen. Nicht? Okay, ich filme dann nicht um die Ecke. Weil, naja, ich weiß ja nicht, was es da gibt, aber. Ich lasse es mal. Was gibt es über dieses Zimmer zu berichten? Über ich räume dein auf. Zimmer. Ich räume auch nie auf. Ich habe einen Nintendo 64 und da ist mein Bett. Wo ist denn das? Das ist das hier irgendwo unten. Hier. Ah. er hat tatsächlich einen Nintendo 64. Das ist mein Bett und das ist das Bett von meinem Vater. Und auch von deinem Vater. Das da? Das schläft mein Vater drin? Ja. Also wenn wir keinen Ärger mit der Jugendbehörde kriegen wollen, dann lassen wir das lieber. Gut. Als nächstes? Als nächstes trage ich das Kabel. Ja, Damen und Herren. Sogar die Kabelkrieger kommen hier mit auf Bahn. Weil da brauchst du das Kabel nicht zu tragen. Achso, da. Geht nicht. Tatsächlich.
Nichts zu erkennen. Ja, ja. Er weiß schon, was es da gibt. Das Badezimmer. Moment. Na, das Badezimmer. Ja. Gehen wir erstmal durch den Geheimgang und alles weiter. Naja, das ist also der Geheimgang. Mann, ist das hell hier drin. Ich weiß. Das ist nur ja, was ist das denn da? Das ist die Toilette. Was macht man damit? Das. Wow. Und was ist das da? Was denn? Das Rote da. Ein Eimer. Macht man damit dasselbe wie mit dem da? Nein. Und was ist das da? Badewanne. Und was liegt da drin? Kiefer und Vater wahrscheinlich, okay. Das ist mein Vater. Hey. Das hast du selten zu sehen. In den ältesten Legenden berichtet man davon, dass es in den verschiedensten Häusern irgendwelche Arten von schrecklichen Geistern und Dämonen gibt. Sehen Sie die Brutalität und Gewalttätigkeit dieses Mannes, der jetzt gerade ein Stück Holz zersägt. Aber hoffentlich ist das Kabel, ja. Verschwendet. Beachten Sie immer dieses Schiff. Hier müssen Sie nochmal gucken. Da, eine einmalige Gelegenheit. Das Geheimzimmer ist auf. Oh, wow. Ich hab alles drauf. Hey, was war das? Jetzt kommt die Küche. Okay. Da ist er schon wieder. Herr Gewalttätige. Viele Forscher würden sich um diese Aufnahmen reißen. Wir bekommen sie. Vielleicht können wir ihm sogar irgendwelche Laute entlocken. Sag was. Wir müssen mit ihm kommunizieren. Er antwortet nicht. Wahrscheinlich versteht er nicht die Sprache des Bigfoot. Sag was. Wie können wir ihn zum Reden bringen? Wir nehmen ihm sein Holz weg. Gute Idee. Er hat etwas gesagt. Ich hab gesagt, die Revolution. Aber wir haben hier noch ein paar andere sehr interessante Lebensformen. Die im Moment schlafen. Ja, zeigen wir sie lieber nicht auf. Also. Ihr bin so ein Schwachsinn auf, komm her. Das war denn die Führung jetzt? Ja. Ich zieh jetzt das Kabel raus. Nein, bist du bescheuert? Das ist das elendliche Ende. Ja, die totalen Spielkinder natürlich, ne? Unsere tolle Wohnung, ja, gut. Gut, ja. Habt ihr noch Lust? Wollt ihr noch mehr sehen? Dann wird's jetzt nämlich richtig bescheuert. Denn jetzt fängt euer Slane tatsächlich an, mit Spielzeug rumzuspielen. Kleine Geschichte zu dem, was ihr am Anfang hören werdet, was ich natürlich auch drinnen lasse. Ich denke mal, ich werde da keine rechtlichen Probleme bekommen. Muss ich ein bisschen ausholen sogar. Oh, das habt ihr ja ganz ungern, ne? Es geht um das, was da gesagt wird und wer das denn spricht, was da am Anfang gesagt wird. Erstmal, in diesem Clip, der gleich kommt, läuft ursprünglich auch wieder Musik und zwar andere Musik als eigentlich jetzt, ne? Also ich habe jetzt wieder neue Mucke draufgelegt, weil das Stück, was eigentlich läuft, ist von der Band Therion. Die machen ja auch so Symphonic Metal und auch Instrumentalstücke. Und da hatte ich eins von genommen, was eigentlich ziemlich, ja, so temporeich, Actionfilm-musikmäßig so ein bisschen war. Und jetzt habe ich halt eben ein anderes daran, eins von meinen selbstgemachten, runtergelegt. Dadurch läuft jetzt auch während des Vorspanns, also während des gesprochenen Musik, vorher hörte man nur die Stimmen am Anfang. Von wem? Von Captain Blake Hunter. Das Ganze heißt dann jetzt auch Blake Hunter. So heißt der Clip, habe ich ihn genannt. Wer ist Blake Hunter? Ja, es gibt ein furchtbar schwieriges und auch ziemlich schlechtes PS1-Game namens Perfect Weapon, glaube ich. Oder ja, Perfect Weapon heißt es, glaube ich.
Und da läuft man halt durch so Levels mit so einem Typen und kämpft gegen Martial Arts, gegen so komische andere Gestalten, die da so rumlaufen. Es ist alles in einer anderen Dimension und Captain Black Hunter ist halt die Figur, die du spielst. Und er hat keine Ahnung, wie er da hingekommen ist und deswegen, ja, keine Ahnung. Und dann ist noch dieser Morgun, das ist irgendwie der Oberschurke und der hat ihn irgendwie in diese Dimension geholt, weiß der Geier. Und so ist das halt. Und ich habe jetzt das praktisch so wie so einen kleinen Film, dass Captain Black Hunter keine Ahnung hat, wo er jetzt gerade ist und dann taucht dieser Morgun auf und dann gibt es eine Autoverfolgungsjagd oder vielmehr ein Autokampf oder so mit Spielzeugautos. Also jetzt kommt richtiger Bullshit. Aber halt auch wieder sehr viele schnelle Schnitte, die alle gesessen haben beim einmaligen Machen. Also es ist alles direkt praktisch, wie sagt man denn überhaupt, live geschnitten. Also immer Start, Stopp. Und, okay, hier waren auch einige Sachen, die ich 2-3 Mal gemacht habe, aber die Outtakes dazu existieren nicht mehr, weil die auch nicht lustig waren. Das waren einfach nur Fails und die sind halt eben weg dann unter den Tisch gefallen. Und das habe ich dann wirklich zusammengeschnitten am Videorekorder beim Überspielen von der Kamera mit dem Kabel auf die VHS-Kassette. Dann immer die VHS-Kassette, also am VHS-Rekorder, die Aufnahmetaste pausiert und an, aus und so weiter. Boah, das war eine Riesenarbeit, kann ich euch sagen. Diesen Scheiß zu schneiden, den ihr jetzt sehen werdet. Viel Spaß. Hier spricht Captain Blake Hunter. Aktuelles Datum unbekannt. Aktueller Aufenthaltsort unbekannt. Ich bin völlig verloren und völlig allein. Morgun. Dieser Name kommt in keiner Geheimdienstakte vor. Er bleibt für mich ein unbekanntes Wesen, dessen Motive unklar sind. Um nicht zu sagen unverständlich. Aber etwas weiß ich genau. Sein Traum wird mein Albtraum sein. Die Luft hier ist irgendwie schwül. Ich muss weiter. Kämpfen Sie, Captain! Dann können Sie vielleicht gehen! We'll be right back.
Ja, dann habt ihr es jetzt auch überstanden. Vielleicht noch, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, zu den Captain Blake Hunter Gesprächssequenzen, wo ich die überhaupt her habe. Ich fand's immer lustig, es ist mir eigentlich mal durch den Zufall passiert, dass ich einfach ein PlayStation-Spiel in meinen CD-Player getan habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber nur so aus Spaß oder mal gucken, was dann der CD-Player dazu sagt, zu der PlayStation-CD, irgendwie so war das, glaube ich, einfach so aus Blödsinn heraus. Und siehe da, da erkannte doch mein ganz normaler CD-Player 5 oder 6 verschiedene Tracks auf dieser CD. Und die konnte ich mit meinem normalen CD-Player abspielen, aber nur bei einigen PlayStation-Spielen. Und da konnte man wirklich einige der Musikstücke, die Hintergrundmusik und so, anhören. Müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr einen ganz normalen, handelsüblichen CD-Player zu Hause habt, ich weiß nicht, vielleicht geht's auch am PC, nimm einfach mal ein PS1-Game. Zum Beispiel, es müsste funktionieren bei Battle Arena Turschinden Teil 2, glaube ich, kann man die Mucke von hören. So, da ist auch teilweise geile Rockmucke dabei, halt so Videogame-Spiel-Mucke und so. Cool, ganz witzig, kann man sich dann da so zusammenstellen. Ich habe mittlerweile den ganzen Ordner mal auf meinem PC gemacht. Klar, ich habe es ja schon gemacht, ich Idiot, was ich ja jetzt. Fällt mir gerade wieder ein. Ich habe den ganzen Ordner, wo ich die ganzen mal random alles Mögliche, was ich irgendwie auf PlayStation 1 habe, reingelegt habe und mal die Mucke heruntergezogen habe. Und so bei diesem Perfect Weapon kann man dann halt eben auch die CD einlegen und da hört man dann halt diese Sprachsamples, diese zahlreichen, die während der verschiedenen Sequenzen ablaufen. Kann man sich dann halt anhören und dann auf diese Weise habe ich die halt eben verwendet. Ja, für dieses Video, was ihr dann gerade gesehen habt. So, dann kommen wir jetzt auch zum nächsten Clip. Und der nächste Clip ist eigentlich, ja, so musste ich auch wieder die Tonspur entfernen und ersetzen, was in diesem Fall allerdings schade ist, denn das nächste Video war eigentlich als Musikvideoclip gedacht. Und zwar hatte ich drunter gelegt, Manowar mit Brothers of Metal Part 1. Ihr könnt also alternativ von mir aus jetzt dann auch irgendwie hier den Ton ausmachen und in eurem Player diesen Song reintun, wenn ihr den habt. Oder irgendwo suchen und dann separater zu laufen lassen, dann habt ihr den Originalton. Oder ihr nehmt vorlieb mit meinem von mir selbst gemachten Musikstück, was ich über Music 2000, glaube ich, oder war es schon das MTV Music Generator, denke ich, weiß nicht mehr genau, gemacht habe. Der ist auch eher Rock oder Metal und das passt eigentlich, wie ich jetzt gerade festgestellt habe, auch ganz lustig dazu. Ja, ich hampel da halt vor der Kamera rum und springe durch mein Zimmer und pose wie so ein Blödmann und spiele noch mit einer Spielzeugpistole und mach Karate, also Quatsch. Karate, also ich trete da auf die Kamera ein, also Quatsch, also ich tue natürlich nur so. Und ich habe hier auch mit dem sogenannten Überblend-Effekt gearbeitet. Es gab an der Kamera einen Effekt, wenn du die Taste gedrückt hast, dann nahm sie das letzte Bild als Standbild auf und wenn du dann wieder Start gedrückt hast, blendete es zur ersten Szene mit diesem Standbild über. Damit habe ich hier auch ein bisschen gearbeitet. Am Schluss, glaube ich, vor allem. Die letzte Szene, glaube ich, oder irgendwie so. Ja, seht ihr dann ja auch. Die letzten paar Szenen sind immer, glaube ich, mit diesem Blendeffekt totaler Quatsch eigentlich. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe halt rumgealbert und habe den Mist gefilmt. Jetzt seht ihr, hast du halt eben mit anderer Musik, damit das auch alles rechtlich klappt und mir Manowar nicht ins Kreuz springen. Viel Spaß.
Das Video geht ja schon fast eine Stunde. War das denn jetzt langsam mal genug Bullshit oder wollt ihr noch mehr? Ihr wollt noch mehr? Wollt ihr euch das wirklich antun? Soll ich euch wirklich den nächsten Clip auch noch zeigen? Ja, gut. Da im nächsten Clip tritt wieder mein Bruder mit in Kraft. Und der Part, der jetzt kommt, heißt Schock-TV. Und war so eine Art Versuch mal irgendwie so, wie so ein Magazin was zu machen oder so. Ja, so Interviews und so, wie so eine Fernsehsendung mit mehreren Beiträgen oder so. Völliger Scheiß, alberner Kinder-Kasper-Kacke. Aber was ich interessant finde, ist zum Beispiel, es tritt auf, ich verwende in dem Video die Boglins. Wir hatten damals Boglins. Ja, was sind denn Boglins? Boglins sind so oder waren so Gummiviecher, wo du die Hand unten reinstecken kannst und dann kannst du sie wie so eine Handpuppe, kannst du sie dann lenken. Die gab es in groß und in kleiner und ich habe zwei Stück gehabt, einen normalen, kleinen und einen großen. Die gab es hier bei uns im Spielzeugladen und dann, boah, was das irre ist und dann gleich gekauft und so damals, ne? Und jahrelang dann halt eben rumgespielt und dann haben wir die jetzt halt in dieses Video eingebaut. Und bei den Boglins habe ich auch schon mittlerweile, was heißt mittlerweile, in letzter Zeit immer mal aktuell geschaut, ob man noch welche kriegt. Weil diesen großen, den hätte ich gerne für meine Videos. Also wenn ich den jetzt noch hätte, ich habe den leider nicht mehr. Ich habe auch keine Ahnung, wo das Ding hingekommen ist irgendwann mal. Ob wir den mal auf dem Flohmarkt verkauft haben als Kinder oder was. Also als Kinder, Blödsinn. Oder ob wir den Mandy, also meiner Nichte oder meinen anderen Nichten geschenkt haben. Ich weiß es echt nicht mehr. Wir haben auch damals mal einen ganzen Haufen Spielsachen in einen großen Sack gepackt und einen Kindergarten gebracht. Weil wir die Spielsachen nicht mehr benutzen, die können ja lieber die Kinder mitspielen. Und also ein Quatsch. So, und ich weiß nicht, wo das Ding hingekommen ist, aber das würde ich gerne, das Vieh wäre doch, glaube ich, ideal für so ein paar Intros, als weil man den natürlich super bewegen kann. Man konnte sogar, wenn man dann reingegriffen hat, konnte man an so einen kleinen Hebel ziehen und dann konnte man die Augen, dass er nach links und rechts guckt, bewegen. Total geil, das Teil. Also seht ihr ja dann auch gleich, obwohl das, was wir da damit mit den Dingern treiben, ist natürlich der völlige Unfug. Und ich bitte schon mal zu entschuldigen, dass auch hier wieder sehr viele Bildstörungen drin sind. Wie gesagt, das war eine alte, rotzige VHS-Kassette, die wir da verwendet haben. Ne? Und die hat natürlich krasse Bild- und Tonstörungen hier und da. Also, ne, es geht jetzt hier sehr grindhausig weiter und vor allem extremst bekloppt. Aber ihr wolltet das ja alles sehen. Viel Spaß mit Schock-TV. Willkommen zu Schock-TV und ich begrüße hier herzlich von der Gruppe... was sagen Sie denn zu Ihrer letzten Tournee? Das ist meine. zu Ihrer letzten Tournee, was sagen Sie dazu? Ich gebe jetzt ab zu Tommy Götze. Schock! Fußball-WM 98 in Frankreich. Das letzte Spiel gegen Kroatien war gut für die Kroatier. Die sind rausgeflogen und deshalb wird unser Torwart für die drei durchgelassenen Tore reichlich bestraft. Damit gebe ich wieder zu Dennis Gunze. Schock! Ich bin von mittlerweile losgeworden und damit kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist Kino und Video. Video und Kino, ja. In August kommt Starship Troopers und mal ehrlich, die Effekte sind ja ganz gut, aber Bugs gibt's garantiert nicht. Und damit gebe ich wieder ab zu Tommy Götze. Dog. Das Thema Tod ist jetzt angesagt. Und zwar haben wir uns gefragt, wie fühlt sich eigentlich an, wenn man vom Würmern gefressen wird. Dazu haben wir Gary den Untoten eingeladen. Setz dich, Gary. Lass dich setzen, Mann. Lass dich hin. Wie fühlt sich denn an, vom Würmern gefressen zu werden? Ja. Und damit gebe ich wieder ab zu Dennis Gunze. Schock! Also, es ist leider wahr, aber
auf dieser Welt werden viele Fehlgeburten geboren, ja, nur wenig überleben das. Ich habe hier eine eingeladen zum Thema hässlich, aber doch potent. Moin! Moin. Bist du impotent? Nein, nicht von der Kamera, das ist auch wunderbar, hier! Geht auch wunderbar, am besten, sie haben kein Problem. Ich hasse meine Frau. Ach ja, hast du mit? Ja. Hi! wie kommt ihr beide denn miteinander aus? Oh, geht wunderbar, klappt allerbestens, war kein Problem. Wie lange lebt ihr schon zusammen? Seit unserer Fehlgeburt. Ja, nach unserer Fehlgeburt. Aha. Der Fehlgeburt. Wann wurdet ihr denn geboren? Keine Ahnung. Kommt ihr miteinander sehr gut aus? Also so. Ja, wunderbar, haben wir schon gesagt. So, Entschuldigung. und wie ist euer sexuelles Leben? Bleibt einfach. Das war's für heute. Also, wir hoffen, wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. Das hoffe ich auch. Ich gebe dann. Ja, ab. Tschüss! So, und das war's wieder für heute. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Schock! Schock TV, ne? So, nun ist aber Schluss, oder? Ich meine, erstmal ernsthaft, das war wirklich alles. Ich habe aber noch, da ist schon noch was. Oh. Ja, also das nächste Ding, da habe ich auch wieder dann die Musik austauschen müssen beim nächsten Clip. Ne, weil da wieder teilweise Musik verwendet wurde von anderen, ich weiß gar nicht woher, aber irgendwelche offiziellen Sachen, bevor ich da wieder hab dann wieder nachträglich andere Musik von mir selbst eingearbeitet in den Szenen. Es handelt sich jetzt hierbei darum, dass ich und mein Bruder damals mal, naja, es war halt diese Zeit, wo wir Actionfilme gesuchtet haben, und zwar B-Action-Movies, hier so von PM Entertainment oder wie die ganzen Dinger hießen, mit Gary Daniels, Jeff Wincott und wie sie alle hießen, ne, und auch so Van Damme Sachen und so, ja, und dann sind wir halt eben, wir haben ja eine Kamera, dann können wir ja auch selbst mal ein bisschen Action-Szenen versuchen zu drehen, haben uns dann irgendwelche Schrottklamotten angezogen, sind in die Weiler Pampa mit ein paar Spielzeugpistolen und haben dann da Quatsch gefilmt. Und das habe ich jetzt mal ich habe es nicht zusammengetragen, doch, damals. Und das kommt dann jetzt so im Zusammenschnitt. In einer Szene mittendrin habe ich vergessen, die von der Kamera den Ton zu aktivieren irgendwie. Oder die hat den Ton nicht aufgenommen. Das seht ihr dann ja, und das sage ich auch im nächsten Clip dann. Also das ist alles, wie gesagt, zusammengeschnitten. Ja, das ist jetzt einfach so ein bisschen Blödsinn, wie wir da halt eben in der Valla Pampa rumrennen und rumspringen und dann da versucht haben, Action-Sequenzen zu machen. Es ist eigentlich nur, mein Bruder jagt mich durch die Valla Pampa. Völliger Bullshit. Aber ich muss sagen, ich finde die zweite Sequenz, die nachher am Ende kommt, ist nachher am Ende, wo ich mit dem Knüppel werfe. Das ist eigentlich dafür, dass wir nicht nachträglich haben schneiden können und alles immer so an, aus und machen und jetzt und ne, go und Action und so, dass es alles so an sich gefügt werden musste und dass ich dann nachträglich noch ein bisschen mit dem Videorekorder, mit dem VHS-Rekorder geschnitten habe, mir eigentlich recht gut und ganz witzig geglückt und wir waren auch damals total stolz drauf und jetzt ist natürlich, naja, gut, okay, aber ja, Action-Szenen kommen dann jetzt oder versucht Action-Szenen zu machen. Es ging dann noch weiter, normalerweise wollten wir noch eine weitere Sequenz drehen, wo wir dann einen Schutthang hinabkullern, kämpfenderweise. Und dabei ist Dennis dann so unglücklich beim Rollen seitlich auf so einen riesengroßen Stein drauf, dass er sich da bald den Arm gebrochen hätte und hier eine riesige Prellung hatte. Und alle haben gesagt, komm, jetzt ist Schluss. Das reicht jetzt. Und dann das Ding ist auch noch, wir wollten halt eben, wir standen oben auf diesem Hang, haben dann da gerangelt und sind dann halt in den Roller gerollt. Und vorher oben auf dem Ding stehend, habe ich mit der Fernbedienung die Kamera, die unten auf dem Stativ stand, aktiviert. Dann sind wir da runtergerollt, Dennis hat sich wehgetan und dachte ich, okay, scheiße gelaufen, aber wir haben es zumindest hoffentlich im Kasten. Nee, die scheiß Kamera ist nicht angesprungen. Deswegen existiert diese Szene nicht. Und wir waren total frustriert und angepisst und haben dann nie wieder sowas gemacht. Ja. Und das Ganze, also ohne diese Szene, die ich jetzt zuletzt erwähnt habe, aber die anderen Action-Szenen halt, Action-Szenen, ja. Die könnt ihr euch dann jetzt von mir aus angucken. Viel Spaß.
Hallo. Ich habe was ganz Besonderes für euch hier irgendwo. Moment mal. So. Komm mal her. Ich und mein Bruder, wir haben mal versucht, Actionaufnahmen zu machen. Und die bringe ich euch jetzt exklusiv. Aber pssst, nicht weiter sagen. Stehe ich gut? Ah! Ja. Okay. Mit Kugeln? Oh. Darf ich das machen? Nein. Jetzt kommt ohne Kugeln. Ohne Rauch. Raus. Stell ich da hin und dann ohne Rauch und ohne Knallen. Also los. Warte mal, zieh direkt auf die Kamera. Mach so, als wenn du jetzt den Rückschlag spürst. Okay, du darfst jetzt noch Fadi grüßen. Hallo Fadi. Das war's. Das war sie, unsere allererste Action-Szene. Musikalisch untermalt von mir. Übrigens, der letzte Darsteller war bekannt aus einem eher anderen Action-Film. Aber jetzt wird es mindestens nochmal genauso exklusiv und großartig, denn jetzt kommt unsere zweite großartige musikalisch untermalte Action-Szene. Wie wird es mit unseren beiden Helden weitergehen? Wer weiß das schon? Ich jedenfalls nicht. Wir werden wohl wahrscheinlich nämlich keine weiteren Aufnahmen machen, da sich Dennis bei einer der nächsten Stunt-Szenen, die sehr spektakulär war und die wir nicht auf Band bekommen haben, Bander den Arm gebrochen hätte. Und wie auch immer, immerhin gibt es ja auch Free Willy 3, warum soll es nicht auch hiervon eine Fortsetzung geben? Nicht so möglich. Bis dahin, ciao. Ist er noch da? Achso, irgendwie war ich von der Meinung, ich habe noch was vergessen. Zwischen den Action-Szenen, die Aufnahme, in der man keinen Ton hört. Ich sag nur belangloses Zeug, glaub mir.
Es ist wirklich unwichtig. Es ist wirklich... Es ist mir misslungen und ich bin stinksauer und habe keinen Bock gehabt, das nochmal zu machen. Vergiss es. Und wie sagt Peter Lustig noch immer? Abschalten. Abschalten. Du sollst... Genug. Machen wir. Natürlich ist es nicht genug, ne? Ja, war schon klar. Oh, naja, dann kommen wir zum nächsten Clip. Ja, das Ding heißt Das Gespräch. Und in dem Fall läuft im Hintergrund Musik, während wir sprechen. Ich habe meine Stereoanlage angemacht und einen Song reingehauen. Und zwar in dem Fall ist es der Song Puget Sound von Ian Gillan. Und der läuft halt so im Hintergrund. Ob jetzt deswegen das Video gesperrt wird, weiß ich nicht. Wir sammeln ja drauf. Also eigentlich vielleicht deswegen nicht. Und abgesehen davon ist es auch sehr leise und sowieso die letzte Rotzquali. Also wer sich das illegal runterlädt, der hat wohl selber Schuld. Ja, was soll das ganze Gespräch? Ja, es ist halt eine von Tarantino inspirierte Sammelsequenz zwischen zwei Affen, die um... Der eine ist der Käufer und der andere ist der Dealer und ist die... haben einen Deal abzuwickeln oder so. Ja, und das ist die Idee dahinter gewesen. Und wir wollten coole Dialoge schreiben. Also die Sachen, die wir da sagen, sind nicht improvisiert. Die haben wir uns vorher aufgeschrieben. Und es ist sowas von beschissen geworden. Es ist einfach toll. Also, ich glaube, nach diesem ganzen Video hier kann ich mich auf YouTube gar nicht mehr sehen lassen, oder? Oder hört irgendwie draußen auf der Straße. Aber gut, naja, was soll's. Viel Spaß. Okay, hast du's? Ess erstmal was, trink erstmal was. Okay, wie du meinst. Okay, sehr gut, sehr gut. Kluge Entscheidung. Vielleicht solltest du lieber aufpassen, wie du mit wem redest. Ich hoffe, du drohst mir nicht. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, und zwar die von meinem Kumpel. Wir sind gerade neulich letzten Monat passiert. Er wollte auch einen Deal über den Tisch kriegen. Und er war auch bewaffnet. Zwei Mann gingen in ein Lokal, einer wurde pumpig und nur mein Kumpel kam wieder raus. Ich hoffe, du weißt, was damit gesagt ist. Willst du philosophieren oder mir was abkaufen? Deine Antworten auf meine Fragen sind verdammt gefährlich, sag ich dir. So langsam kommst du mir dumm. Du nennst mich dumm? Ich hab nicht gesagt, du bist dumm, du kommst mir dumm. Wenn ich komm, dann höchstens bei meiner Alten. Gut, dass du noch Humor hast, du wirst ihn brauchen. Ja, aber du nicht. Denn da, wo du hingehen willst, gibt es nichts zu lachen. Wenn ich dir erstmal
Loch in deinen verdammten Schädel geprüft hat, dann werden wir ja sehen, wer noch lacht. Leg dich nicht mit mir an. Ich blas dich weg. Du willst mir einen blasen? Du nennst mich schwul? Ich nenne dich ein verdammtes Arschloch. Du nennst mich Arschloch? Ich fass es nicht. Tja, wenn du das nicht fassen kannst, scheint das ja wohl die Größe deines Hirns schon mal aufzuzeigen. Erstaunlich, dass du das Wort Hirn überhaupt kennst. Langsam reicht es mir. Mir auch. Haben wir hier irgendwas vor? Ja, essen wir erstmal auf. Zurück zum Geschäft. Gib mir die Ware. Ich meine, eigentlich ist 500 Mark ja ein bisschen teuer, aber was soll's. Na, habt ihr es gesehen? Da war das mit der kleinen Fernbedienung. Ne? Ja, gut. Wisst ihr was? Von dem ganzen anderen Bullshit, der da jetzt noch ist, schneide ich euch jetzt random noch so ein kleines Best-of zusammen. Denn ich habe jetzt noch 2 Stunden Filmmaterial voller krankem Scheiß. Und das ist auch wirklich nicht lustig. Es sind einfach nur 2 Beschränkte, also mein Bruder und ich, die vor der Kamera Affenkram machen. Also wir haben teilweise uns wirklich hingesetzt, haben irgendwie ein paar Bierchen getrunken oder so. Dann haben wir die Kamera hingestellt auf ein Stativ, feste Position in meinem Zimmer, Blick auf mein Bett, auf dem haben wir immer gesessen, Fernsehen geguckt oder gezockt. Und nachts habe ich drauf geschlafen, klar, blöd, naja, egal. So. Und dann haben wir einfach random vor der Kamera rumgealbert. Uns kostümiert, Quatsch gemacht, rumgelaufen wie die Doofen, irgendwelche versucht, Comedy-Sachen zu machen und hast alle möglichen Quatsch. Die Kamera mal ein bisschen hier hingestellt, mal ein bisschen da hingestellt, hier ein bisschen was Quatsch gemacht, da ein bisschen Quatsch gemacht. Und das Beste daraus, wenn man es denn so nennen kann, kommt jetzt noch, da ist einiges an Unfug dabei. Und das schneide ich euch jetzt random zusammen. Es sind auch ein paar ganz lustige Sachen dabei, glaube ich, aber naja, entscheidet selbst, ne? Einmal wechselt auch kurz das Bildformat, weil die eine Datei, die ist irgendwie Vollbild. Ich habe keine Ahnung warum. Da haben wir an anderen Tagen mal weitergedreht. Ich weiß nicht, ich glaube an der Kamera war auch ein Schalter für Widescreen und Vollbild, also 4:3 und 16:9 Format. Da muss dann irgendwie einmal eingeschaltet gewesen sein. Aber es ist nur wirklich eine oder zwei kleine Szenen, die jetzt dann, ja, das ist Bild halt eben so kleiner. Links und rechts 2 schwarze Balken. Ist dann halt so. Ist halt scheiße. So wie der ganze Quatsch hier. Wie dieses ganze stundenlange Video voller Bullshit. Aber wir haben es dann auch gleich geschafft, würde ich mal sagen. Aber erstmal jetzt, ja, viel Spaß mit diesem tollen Zusammenschnitt und herzlichen Glückwunsch. Ihr seid sehr tapfer, wenn ihr jetzt wirklich noch eingeschaltet habt. Respekt. Wir befinden uns hier in einer Stadt, der Name ich nicht sagen darf, der eine Wettmeisterschaft von einer Sportart ausgetragen wird, die so hart ist, dass ich den Namen nicht sagen darf, in der man etwas tut mit Gegenständen, dessen Namen ich nicht sagen darf. Auf jeden Fall ist hier die Tribüne randvoll. Und hier kommen auch schon die beiden Kontrahenten. Ich glaube, ich brauche nichts weiter zu ihnen zu sagen und lasse den Kampf einfach laufen. War das nicht Action? War das nicht Spannung? War das nicht ein unglaublicher Kampf? War es nicht. Doch egal. Mir ist gerade ein Außerirdischer. Ich habe ein paar Fragen.
Herr Außerirdischer, warum sehen Sie aus wie ein Eimer? Also er hat erstmal gesagt, weil wir Eimerwesen sind. Herr Außerirdischer, von welchem Planeten kommen Sie? Vom Planeten Sendung? Ja. Vorstellungsgespräch für Quasimodo die fünfte. Hallo, wir haben ein paar Fragen. Wo haben Sie das Kostüm her? Kostüm? Ich hab dich nicht, hör dich. Heißt das, das ist kein Kostüm? Buckel echt. Achso, schwingen Sie mal von Liane zu Liane. Okay. Wir rufen Sie dann an, wenn wir Sie brauchen. Hier ist meine Karte. Karte! Männer, auch Sie können schwanger werden. Nur mit einem Unterschied. Männer werden auf dem Rücken schwanger. Die Geburt! Ich habe ein Kissen bekommen! Dennis macht echt tolle Sachen in der Küche. Hallo, da seid ihr schön. Wir machen heute Brot. Das macht man einfach so. Man packen aus. Holen raus und fertig. Sehr lecker. Bis nächstes Mal, wenn es wieder heißt, dann ist es das bitte. Ich mach dich fertig. Na, warte. Oh, zu doll, ich zeig's dir. Ich bin Tommy Günzel, ich hab mich gerade frisch rasiert, wie ihr sehen könnt. Wir nehmen jetzt wieder Schwachsinn auf. So wie vor dem letzten Gespräch. Und weiter geht's. Und hier ist Dennis, wie ihr sehen könnt. Auch er hat sich frisch rasiert. Das ist übrigens die Fernbedienung, mit der wir der Virenkeule am Start, um diesen Schwachsinn aufzunehmen. Auch frisch rasiert. Also, ich bin Schweigemönch. Das heißt, ich musste ein Gelübde ablegen und schwören, bis zum Tode niemals zu sprechen. Wollte ich nur mal sagen. Und was ist, wenn man spricht? Dann wird man bis ans Ende des Lebens von den anderen Schweigemönchen gejagt und getötet. Dann fangt mal an. Lose Action. Zerreißende Spannung. Tragende Stunts. Kuläre Special Effects. Gut perfekte Dialoge. Diesen begnadet guten Schauspieler in diesem Film. Aus. In. Tiert ungeschnitten. Was für ein Actionhammer! Hilfe! Wo ist Superman, wenn man ihn braucht? Tada! Haha! Haha!
Was brauchst du? Hilfe. Sehr schön. Juhu, ich habe Hilfe! Ich habe Hilfe bekommen! War es wieder ein anstrengender Tag, die Welt zu rennen. So. Hallo. Sie sind der erste Tiger-Mensch der Welt. Ja. Ja. Fang erst mal. Hast du schon Aufnahme? Ja. Vorher habe ich bei MGM Kerwal in diesem Kreis, in diesem goldenen Kreis, ist so ein Löwe, das bin ich. Sie haben ja auch bei Lion, der Werbung Lion, das gemacht. Machen Sie das nochmal. Ich glaube, so wie Sie jetzt bei der Werbung gemacht haben. Ja, vielen Dank. Das war das Interview mit allen Tigerlöwen irgendwas. Guten Tag. Wir hier in der Kirche präsentieren das neue Heft von Wachturm. Früher, als ich noch ein Mann war, da lief noch richtig gute Sachen im Fernsehen. Warum seht ihr denn so geschafft aus? Wir haben Tennis gespielt. Na und? Wir hatten nur einen Schläger. Euro kommt! Ah, die neue Zahnbürste von Dr. Bestie. Sehr praktisch. Dennis Gunzels Kampfkünste. Super Ninja Tommy Gunzel und seine Künste. TV! Das Kinderprogramm! Kinder, hier ist wieder euer lustiger TV-Moderator. Und natürlich auch dein bester Freund. Haha. Was haben wir denn heute im Angebot? Bildergeschichten. Bildergeschichten! Bildergeschichten. Ah. Dann kann es ja eigentlich auch losgehen. Ah. Viel Spaß. Genau. Haben wir jetzt Feierabend? Nein. Weißt du, wir müssen noch weiter hier sitzen? Ja, aber wir können jetzt erstmal Mittag machen. Die Kamera läuft ja noch. So eine Scheiße. Oh, scheißegal, die Dreckskühlen gehen wir ja, genau, schon. Alter. Also Pisskühlen, Alter. Ich hab sowieso keinen Bock mehr, Alter. Also, Kinder, das ist Jolly. Und Jolly ist immer voll down drauf. Eines Tages kam Jolly an einem Kiosk vorbei. Und da hatte er eine Idee, wie er vielleicht in seinem tristen und öden Leben einmal etwas Spaß
haben könnte. Jolly hatte nämlich seine 45er Magnum immer dabei. Jolly betrat den Laden, um diesen zu überfallen. Mit seiner 45er Magnum und natürlich in perfekter Maskierung. Aber der Ladenbesitzer wollte keine Kohle rausrücken. Und da hat Jolly kurzen Prozess gemacht. Oma Krasowke hörte den Schuss. Dann alarmierte sie die verfluchten Bullen und die verkackte Army. Als die Bullen und die Army erfuhren, dass Jolly eingebrochen war und den Kioskbesitzer erschossen hatte, wussten die Gesetzeshüter nur noch einen einzigen Ausweg. So, das war die lustige Geschichte. Und jetzt ist es Zeit, ins Bett zu gehen, gefälligst. Ja, ist nämlich schon 3 oder so. Schon 3? Ja. Na, was machen wir eigentlich noch hier? Ist doch wohl nicht normal, was? 3, 4, 2, 3, was? Mama! Ich wollte das nicht! Ich wollte das auch nicht! Entschuldigung! Ja, es gibt keine Filmmusik. Im Blair Witch Project gibt es auch keine Filmmusik. Ja, für heute. Aber wir kommen wieder. Aber nicht so schnell. Habe ich da gerade gesagt, dass wir aufhören mit dem Schwachsinn? Gut! Na endlich! Naja, nicht ganz. Denn ich habe euch ja versprochen, jetzt am Ende kommt noch ein bisschen Outtake-Gedöns und dann war's das an dieser Stelle. Damit beende ich das Video auch, heißt, danach komme ich nicht nochmal. Ihr braucht euch das jetzt auch nicht unbedingt anzugucken, obwohl, wenn ihr jetzt noch dabei seid, werdet ihr das wahrscheinlich auch noch gucken wollen. Warum auch immer. So, damit habe ich mich dann jetzt endgültig und restlos zum Affen gemacht und ihr habt einen Einblick darauf, was ich als erstes so mit einer Videokamera in meinem Leben getrieben habe. Ne? Das Ding, die Videokamera, war halt damals von meinem Vater. Er hatte sich die ursprünglich gekauft gehabt. Er hatte die, glaube ich, von einem Bekannten abgekauft oder was. Weil er wollte wirklich richtig was filmen. Er wollte richtig so kleine Kurzfilme machen und so. Es gibt ja auf meinem Kanal auch schon ein anderes Vintage-Video, wo ich da auf dem Friedhof rumlaufe und so. Und auch dieses Führungsvideo, das mein Vater mit uns mal gemacht hat, was auch auf meinem Kanal zu finden ist, wo wir durch Eckernförde laufen und er dann so ein bisschen was immer hier und da sagt und so. Das waren so die ersten Sachen, die er gemacht hat. Da noch mit unserem Bekannten zusammen, der dann halt gefilmt hat. Und dann kam er halt auf die Idee, Mensch, das können wir auch mal selbst machen. Und dann halt eben unabhängig von irgendwelchen anderen Sachen. Und dann kleine Sketche. Und dann hatten wir das mit den Socken gemacht. Naja, und dann irgendwann hat er gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mir fällt eh nichts Vernünftiges ein. Und er hatte ja auch seine Arbeit damals noch als Maler und Lackierer. Und dann eh keine Zeit. Naja, und dann hat sich das halt eben einfach so ergeben, dass es halt eben darauf hinauslief, dass es irgendwann hieß, ja, wenn du willst, kannst du die Kamera haben, kaufst du sie mal ab und das habe ich dann getan. Und dann habe ich dann eben selbst damit Unfug betrieben und das Ergebnis befindet sich nun hier drauf oder jetzt eben im Internet. So, damit wäre dann mein Ruf komplett und endgültig restlos zerstört, glaube ich. Habe ich das nicht gut gemacht? Ja gut, dann jetzt noch viel Spaß mit den Outtakes und danke fürs Zuschauen. Wir haben es jetzt dann doch in einem Rutsch geschafft, in einem knapp 2-stündigen Video insgesamt, glaube ich. Ja. Ja, das ist ja toll. Wer sich das jetzt restlos gegeben hat, ja, Respekt, wie gesagt, ihr wolltet das ja sehen. Andererseits, es ist jetzt endlich mal festgehalten in einem Clip, wenn man so will, für mich persönlich. Und dann kann ich mir das immer mal wieder angucken, wenn ich Lust habe, auf die besten Sachen aus diesem stundenlangen Material, das hier ja drauf ist und ich jetzt nochmal komplett gesichtet habe, um daraus das Beste für euch auszuerkoren. Ich fange schon wieder an, den letzten Bullshit zu reden. Ich muss ins Bett, es ist aber schon ziemlich spät, wir haben es jetzt mittlerweile schon 2 Uhr morgens. Ja, ich finalisiere das Video jetzt noch, geschnitten ist es da ja im Grunde schon, weil ich ja immer über Webcam hier gleich zwischendurch die Dinge einfügen kann. Das ist recht praktisch, deswegen ja, habe ich das auch spontan heute Abend einfach mal gemacht, damit ihr auch mal wieder was zu gucken habt, was schön ist. Wenn es denn schön war, schreibt es mir in die Kommentare.
wenn ihr noch lebt. Vielleicht seid ihr ja auch schon an Lachflash gestorben, weil das so unglaublich lustig ist, was ich da gemacht habe. Ich weiß es ja nicht. Es ist einfach nur befremdlich, wenn man sich selbst dann sieht, wie man so einen Quatsch gemacht hat, wo man sich dann fragt, Alter, boah, was war da mit dir los, ey? Ja, ich war zwar damals noch schlanker als heute, aber schon immer so doof, wie ich heute bin. Aber naja, gut, gut. Ja, gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das nächste Video wird sicherlich irgendwann kommen. Ich erwarte noch ein Paket und sowas alles, Gedöns, keine Ahnung. Und ja, da sehen wir uns dann wieder. Viel Spaß jetzt noch mit diesen Outtakes, die auch Outtake-Szenen enthalten zu Clips, die nie hier drin vorkamen, weil die fertigen Clips nie fertig wurden. Also, wie man sagen. Da ist zum Beispiel eine Szene, sitze ich auf dem Bett und habe so Glubschaugen und sowas alles. Diese Glubschaugen wurden ja, wie gesagt, verwendet in diesem Video, wo ich da als Zombie über den Friedhof, oder als Zombie mehr oder weniger, gelaufen bin. Und das war so ein Test, die Dinger mal aufzusetzen, diese Ping-Pong-Ball-Augen und all so ein Schwachsinn ist da jetzt dazwischen. Ne? Aber eben auch von dem Sockenvideo ein bisschen was und. Viel Spaß damit noch und bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bei dem Quatsch hier. Und farewell. Und Action! Kein Kommentar, okay? Okay. Mit Kugeln? Darf ich da ausmachen? Nein. Jetzt kommt ohne Kugeln. Ohne Rauch. Stell dich da hin. Und dann ohne Rauch. Und ohne Knallen. Also los. Warte mal. Zieh direkt auf die Kamera. Mach so, als wenn du jetzt den Rückschlag spürst. Okay, du darfst jetzt noch Fadi grüßen. Hallo Fadi. Das war's. Kein Kommentar.
Okay. So viel? Oh, ja. Hau ab! Küche und trink was. Dann muss ich wieder Pipi machen. Oh Mann, oh lieber Gott, womit habe ich das bloß verdient? Krieg ich einen gute Nachtkuss? Nein. Will aber einen haben. Schlaf jetzt endlich ein! Du bist fies! Jeden Abend kriege ich von dir einen guten Nachtkuss. Nur heute Abend kriege ich keinen guten Nachtkuss. Außerdem habe ich sowas. Nacht! Ich will endlich schlafen! Kapierst du das? Entschuldigung. Ich hab Hunger. Dann geh in die Küche und ess was. Ja, gute Idee. Entschuldigung. Was kommt denn jetzt?
Nochmal. Was wird das? Hä? Oh, mehr Platz, weißt du. Kannst du hier ein Stück rutschen? Nacht. Scheiße! Scheiße! Nimm mal das. Weiß ich nicht. Ich bin so ein hässlicher Freak. Scheiße. Ich werde schlafen! Nochmal. Also so war ich doch. Nee, ich war näher dran. So. Was soll das? Hab Angst. Ich hab echt Angst. Ich hab immer Angst beim Schlafen, wenn ich alleine bin. Aber du bist doch nicht alleine. Ich bin auch hier. Ja, aber du bist kein Schutz. Wie, kein Schutz? Naja, kein Schutz. Du hast doch keine Kraft. Das ist doof. Das andere war besser. Ja, das andere war besser. Mach das andere. Mach das andere. Das ging ja schnell. Ich machte. Wir brennen die Bude nieder. Nochmal. Wow. Du darfst nicht lachen. Du lachst ja in die Szene rein. Nacht. Nacht. Mann, siehst du wieder kaputt aus. Was hast du denn gemacht? Ach, nichts. Was? Ach, nichts. Wieder mal nicht geschlafen. Und so weiter. Und so weiter? Ja. Was heißt denn und so weiter? Drogen genommen. Drogen? Bier getrunken. Und so weiter. Ja, das ist mir auch besser passiert. Ich musste kotzen. Manchmal esse ich sie. Was? Wenn ich kein Essen habe. Dann? Esse ich meine Kotze. Ja. Was hast du denn heute gegessen? Frikadellen? Hühnerfrikassee, Milchreis, Kellogg's, eine Melone, ein halbes Schwein und ein bisschen Wasser getrunken. Und Porree ist hier auch drin. Ja, ja. Na gut, was wir erwischt. Und Fisch. Ja. Na ja, tschüss. Tschüss. Kennen Sie auch dieses Problem? Wie kriegt man seine Sachen sauber gewaschen? Aber das ist jetzt vorbei, ne? Ja! Denn jetzt gibt das Persil mega 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 mega